de l'enfant sont quand même assez minimes. Diese Operation endete für 70-80% der Patienten tödlich. Solche Zahlen machen die Ausmaße des Massakers deutlich. Das erklärt auch den außergewöhnlich hohen Marktwert von Eunuchen. Trotz all dieser Grausamkeiten florierte der arabische Sklavenhandel bis Anfang des 20. Jahrhunderts, ohne jemals in Frage gestellt zu werden. War man früher auf Zeichnungen als Zeitdokumente angewiesen, gab es nun Fotografien. 1880 stießen Reisende aus England auf die bereits erwähnten Sklavenschiffe und hielten sie mit der Kamera fest. Sie kamen von der Insel Sansibar, vor der Küste des heutigen Tansania. Seit dem 18. Jahrhundert eine Drehscheibe des Sklavenhandels. Sansibar war als Umschlagplatz mindestens ebenso wichtig wie die senegalesische Insel Gorée. Aber das ist heute fast vergessen. Und Besucher verirren sich auch nur selten hierher. Dabei wurden hier Jahr für Jahr rund 15.000 Sklaven gefangen gehalten. Unter schlimmsten Bedingungen. Bevor man sie in arabische Staaten oder nach Brasilien deportierte. Die über 100 Jahre alten Fotos zeigen urzeitliche Zustände. Auf diesem bemerkenswerten Abzug sind Sklaven bei der Arbeit zu sehen, auf einer Gewürznelkenplantage. 1830 arbeiteten auf Sansibars Pflanzungen 100.000 Sklaven, unter ähnlichen Bedingungen wie in Nord- und Südamerika. Die Plantagenbesitzer kümmerten sich wenig um das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte und die Sterblichkeitsrate war ungewöhnlich hoch. Eine winzige Gruppe von Pflanzern herrschte über ein Heer von Bediensteten, welches den Hauptteil der Produktion erledigte. Dieses System nannte man Sklavengesellschaft. Das bedeutet, die Sklaven repräsentieren zwar die zahlenmäßig größte Gesellschaftsschicht, haben aber keinerlei Einfluss auf das soziale Gefüge, obwohl die Produktion weitgehend von ihrer Arbeitskraft abhängt. Der Sultanspalast zeugt von den Reichtümern, die nur dank dieses Menschenhandels angehäuft werden konnten. Wieder drängt sich der Vergleich mit dem europäischen Sklavengeschäft und seinen Drahtziehern geradezu auf. Aber der afrikanische Sklavenmarkt hat noch eine andere Seite, die stets ignoriert wurde. Ghana im Jahr 2004. Das internationale Jahr zum Gedenken an die Sklaverei wird ausgerufen. Nach den Festreden ein Theaterstück, welches im wahrsten Sinne des Wortes eine schwarz-weiße Sichtweise vertritt. Kein Wort darüber, dass nicht nur Europäer und Araber die Bösewichte waren, sondern auch Afrikaner. Denn die Sklavengeschichte hat auch Grauzonen. Nur ist das vielen zu kompliziert.
Der weltweit anerkannte Historiker Ibrahima Tiub gehört zu den wenigen Afrikanern, die diese Seite des Sklavenhandels thematisieren. Einer der wenigen, die im transatlantischen und arabischen Geschäft auch die afrikanischen Nutznießer anprangert. Sind die Sklaven denn einfach so vom Himmel gefallen? Jemand muss sie hervorgebracht haben. Keine Macht der Welt hätte die politischen, ökonomischen und technischen Möglichkeiten gehabt, einfach zur afrikanischen Küste zu schippern, ins Innere des Kontinents vorzudringen, die Menschen in den Dörfern einzusammeln und sie außer Landes zu bringen. Doch es gab bestimmte Gesellschaftsgruppen in Afrika, afrikanische Eliten, die begriffen, welchen Nutzen sie aus diesem Exportgeschäft ziehen konnten. Sie waren die Mittelsmänner des Sklavenhandels und haben ein recht effizientes System aufgebaut. Der moralische Aspekt spielte damals keine Rolle. Erst wir in der heutigen Zeit haben diese moralischen Probleme. Die Afrikaner mussten sich nicht erst von den Europäern erklären lassen, was Sklaverei ist. Nun stellt sich die Frage, können Opfer auch Schuldige sein? Aber wir bevorzugen einfache Szenarien, bei denen klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Dabei ist die Zuordnung oft nicht ganz eindeutig. Über Jahrhunderte hinweg haben afrikanische Kriegsherren ihre Gefangenen als Sklaven an arabische und europäische Händler verkauft. Dieser Zwischenhandel ist eines der größten Tabus, da er der schwarz-weißen Geschichte der Sklaverei einige Grautöne verleiht. Stets wurde vertuscht, dass Menschenhandel auch in den afrikanischen Gesellschaften eine gängige Praxis war. Schon vor dem Auftauchen der Europäer und Araber und auch noch danach. Unzählige Afrikaner wurden von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Der britische Historiker Patrick Manning spricht von 14 Millionen. Jahrhundertelang dienten sie als Landarbeiter, Konkubinen oder Soldaten. Und dieses Schicksal konnte jeden, jederzeit und überall treffen.